Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema Urlaubstraining. Immer wieder bekomme ich die Anfrage im Coaching vor Ort auch online und auch die Frage bei Facebook und so weiter. Ich gehe in Urlaub, ich habe Panik, ich falle um, mein kataboler Teufel zerschlägt mich, reißt mir die Beine raus, ich habe keine Muskelmasse mehr nach dem Training, ich verliere Muskelmasse über die Nacht, weil ich bla 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 hin und her. Zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe Ruhe, das heißt, ich gehe vernünftig in den Urlaub und entspanne mich im Urlaub und sage, wunderbar, der Urlaub ist für mich da, um mich zu entspannen, der Urlaub ist für mich da, um meine Akkus aufzutanken, um danach wieder mit geladenen Akkus nach zwei Wochen eben wieder volle Power anzufangen. Dann habe ich auch definitiv eine Leistungssteigerung, nicht in der ersten Woche, aber in der zweiten, dritten Woche. Oder ich sage, ja, ich gehe ins Training in Urlaub und da gibt es auch Trainingsmöglichkeiten, Fitnessstudio, Trainingsraum, Fitnessraum, was auch immer. Wenn das auch nicht da ist, tut es auch tatsächlich mal die alten Turnvaterjahn-Übungen, die Liegestütze, die Kniebeuge, der Ausfallschritt, die Crunches für den Bauch, die Seitstütze und das als sogenanntes Ganzkörper-Ghetto-Workout. Yes. Einfach einen Satz Kniebeugen, einen Satz Seilstütze, einen Satz Liegestütze. Und das macht er im Zirkel 20 Minuten jeden Tag. Ich kann euch garantieren, ihr werdet euch wundern, vor allem die werden sich wundern und sagen, ich brauche eine Stange zum Trainieren. Beziehungsweise Gewicht zum Trainieren. Das ist wirklich mal ein gutes, alternatives Training für einen Urlaub. Und ihr werdet sehen, der katabole Teufel, den gibt es gar nicht. Das ist alles nur Einbildung, das ist alles nur, was man sich einredet. Deswegen entweder zwei Möglichkeiten, entweder ihr ankert das Positive und sagt, ich brauche Regeneration, ich erhole mich, damit ich mal wirklich wieder fit bin, weil ich gehe von den 52 Wochen im Jahr schon 46, 7 Wochen ins Fitnessstudio, tun mir die zwei Wochen nicht weh, braucht es mental und auch körperlich. Oder ich gehe in Urlaub und sage, okay, ich habe immer eine Möglichkeit, ich habe entweder gebucht mit Fitnessstudio, wo es schon wieder weißt, wer es braucht, ist es okay. Wer es nicht braucht, ist auch okay. Und, oder ich sage, okay, ich mache ein Ganzkörpertraining, ich mache die alten Turnvaterjahn-Übungen schön korrekt ausgeführt, in Slow Motion ausgeführt, jeden Tag 15 bis 20 Minuten. Und siehe da, wir kommen Urlaub zurück, schauen in den Spiegel, denken, ist nicht viel passiert. Warum? Weil nicht viel passieren kann. Und wenn tatsächlich der Körper sich ein bisschen verändert, mein Gott, es ist so schnell wieder passiert, dass wir den wieder im Griff haben, dass er so wieder aussieht wie vorher, es ist überhaupt kein Beinbruch. 0,0. Deswegen macht euch nicht verrückt, wenn ihr zu Urlaub kommt. Lasst euch nicht vom katabolen Teufel überrollen. Den gibt es nämlich so gar nicht. Außer man bindet euch ins Bett, man gibt euch nichts zu essen. Dann könnte es hier und da mal ein katabolisches Teufelchen geben. Aber ansonsten ist es bei vielen nur ein Hirngespinst. Und wenn tatsächlich das Volumen des Muskels etwas zurückgeht, weil man diese 14 Tage nichts gemacht hat, auch nicht geschwommen ist und sonst was, können wir auch noch machen, schwimmen zum Beispiel oder walken, am Strand gehen, was auch immer. Da liegt es daran, weil das Glykogenlager wurde etwas abgebaut. Der Muskel hat einen geringeren Wasserspeicher. Und genau aus diesem Grund geht es wohl nur ein bisschen zurück. Ihr trainiert eine Woche, ihr habt das gleiche Feuer auch wieder. Das habt ihr doch schon so oft vorgestellt, festgestellt. Also macht keine Panik, passt schon, kriegt ihr schon hin. Entweder positiv angehen oder Ghetto Workout. Das war's. Andreas Triembacher aus Karlsruhe, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, dein gutes Gewissen. Im Urlaub meine Aufgabe.